Noch ein neues. Also, ihr könnt bestimmen, was ich denn als Let's Play machen soll. Und zwar entweder hier, entweder mit Kohle, viel auf Überleben, auf angepasst, schiebt aus, Bonus pro aus, lasst ihr alles normal, und stellt nur die jeweilige Erdart auf maximal, das heißt hier Kohle. Das ist jetzt hier die Kohlewelt, die ich hier erstelle. Und dann werde ich ja sonst mal zeigen, wie es dann bei jeder Erdart dann aussieht. Also bei Kohle. Dann sollte jeder mal schreiben, welche Erdart ich maximal mache. Also ich spiele privat schon auf einer Welt, wo ich die Diamanten auf maximal gestellt habe. Oh, ich bin direkt in ein Dorf gespawnt. Aber jetzt habe ich die Kohlevorkommen auf jeden Fall schon auf maximal gestellt. Das heißt, ich dürfte jetzt in der Welt hier relativ schnell auf Kohle stoßen. Und dann sind die Vorkommen auch riesig groß. Hier ist eine Höhle. Dann dürfte hier das Kohle sein. Na, ist zwar klein, aber auf jeden Fall sind die Kohlevorkommen auf maximal gestellt. Da hinten ist zum Beispiel Kohle. Und dann werde ich das mit allen sechs Erdarten durchmachen. Also das werde ich natürlich zeigen hier. Jetzt kommt hier Eisen dran. Hier die Eisen. Dass ich hier den Eisenerz auf maximal stelle. Und also ich mache natürlich dann eine komplett neue Welt. Das mache ich natürlich bei diesen Diamanten, wo ich ja privat schon spiele, auch eine komplett neue Welt. Also jetzt hier in der Welt ist erstmal maximal das Eisen eingestellt. Da sieht man schon Eisen, da ist noch mehr Eisen. Dann mache ich hier eine Goldwelt. Angepasst. Weiter. Eisen Gold. Gold auf maximal stellen. Die anderen e Werte bleiben alle normal. Also es wird wieder weniger Diamanten als Kohle finden. Es sei denn, ich habe die Diamanten auf maximal eingestellt. Jetzt kommt die nächste Welt, und zwar Gold. Ich mache natürlich dann komplett neue Welten. Wie sieht man, da ist schon Golderz. Da würde ich ja direkt nach Gold graben. Sobald. Also Kohle, Eisen, Gold, jetzt Redstone. Also ihr seid gefragt in den Kommentaren, was ich dann nehmen soll. Also Redstone, Diamant, Lapis Lazuli natürlich auch. Und ihr könnt auch schreiben, ob ich auch mit mehreren Erden maximal spielen soll. Wie zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel verzaubern will, dass ich dann zum Beispiel Diamanten und Redstone, nein, nicht Redstone und Lapis Lazuli maximal einstelle. Das ist jetzt die Redstone-Welt, die maximal. Und jetzt kann ich dann relativ schnell auf den Redstone-Vorkommen stoßen. Da ist Redstone. Jetzt kommt die Diamant-Welt, hier Kopie von Diamanten. Die Originalwelt gelöscht. Jetzt hier Diamanten. Überleben. Angepasst. Und jetzt hier die Diamanten auf maximal stellen. Da ist ganz viele Diamanten in der Welt vorkommen. Alles andere lasse ich normal. Nur dass das Diamanterz maximal in dem Fall vorkommt. Das bei den anderen Welten Kohle, Eisen, Gold. Also ich sag mal, Kohle ist 1, 2 ist Eisen, 3 ist Gold, 4 ist Redstone, 5 Diamanten, 6 Lapis Lazuli. Und ihr könnt dann in den Kommentaren schreiben, wenn ihr dann zum Beispiel, also entweder mit 1, 2, 3, 4, 6 auf Max, je nachdem was, auf maximal stellen. Ich
Dann müsste ich ja eigentlich schnell auf Diamanten stoßen. Weil ich ja Diamanten auf maximal eingestellt habe. Kann auch ein bisschen dauern, ne? Aber Diamanten sind auf jeden Fall in der Welt hier auf maximal. Guck nochmal kurz nach. Das beweist, dass es wirklich so ist in der Welt. Hier ist auch hier ein bisschen Stein. Aber hier sind keine Diamanten, warum? Hier müssen doch Diamanten sein. Die ich euch noch zeigen kann, bevor ich in die letzte Welt überspringen würde. Und zwar da hinten, da liegt ein Diamant. Da ist noch mehr Diamant. Und da habe ich noch die letzte Erdart. Kohle, Eisen, Gold, Redstone, Diamanten. Und dann jetzt Lapis Lazuli. Angepasst. Weiter und jetzt Lapis Lazuli Erz. Oder ob ich mit möglichst wenig Steinen arbeiten soll. So. Zentralen Verteilungshöhe. Dass dann auch an der Oberfläche Lapis Lazuli Erz vorkommt. Und dann sollte ich mir in den Kommentaren schreiben, ob ich nur eine Erzart oder auch zwei oder drei oder alle Erzarten maximal stellen soll oder sogar das Granit, Andesit, Diorit und Kies und Sand. Jetzt dürfte ich auch schnell auf Lapis Lazuli. Haha. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Gebt dafür den Daumen nach oben, dann macht und kommentiert es, dann werde ich das auch machen. Bei negativen Bewertungen würde ich versuchen, euch dazu motivieren, dass es Daumen nach unten wieder weggenommen wird. Und teilen macht mich ja bekannter. Und abonnieren, dann mache ich das sowieso. Eins muss erst ein Kommentar auf das Video kommen. Bis dann und ciao.